Leute, was geht ab? Okay, Frank wieder back mit einem ganz freshen Video. Und heute werden wir Toni Kroos und Mesut Özil mit dabei gerade mit Prime Real Madrid Verein. Und Leute, ich glaube, ich brauche nicht groß zu reden. Der One and Only im Sturm, Cristiano Ronaldo. Ja, wir haben jetzt hier die normale Goldkarte, weil die andere Karte... Scheiße, ich habe nicht gesehen, jetzt so viel Geld auszugeben für die andere Karte, Rubreaker-Karte. Ich meine, da spielt er eh nicht mehr bei Man U. Deswegen alles schickilacki. Aber Leute, es geht zum nächsten Kollegen, der zu Manchester United gewechselt ist. Und das ist Casemiro auf jeden Fall. Der wird das Mittelfeld mit den beiden Kollegen hier kompetieren. Und da haben wir ein Mittelfeld, was es so, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Ich glaube, Özil war schon lange weg, wo Toni Kroos gekommen ist. Oder vielleicht haben die kurz eine Saison zusammengespielt. Ich weiß es gerade selber gar nicht so. Aber auf jeden Fall auch eine interessante Konstellation. Aber auf jeden Fall gar kein Disrespect. Respekt an Luka Modric oder Valverde oder sonst wen, der jetzt gerade aktuell da spielt. No front! Es ist einfach meiner Meinung nach das Prime Real Madrid und eben so, wie es am besten passt, chemietechnisch und noch unter gegebenenfalls anderen Kriterien. Genug fusselig gelabert, gehen wir zur Linksverteidigerposition. Und für mich gibt es da eigentlich nur der One and Only Marcelo. Aber da er leider in FIFA keine Karte hat, keiner weiß, wo er spielt. Ich glaube, sein letzter Stand war irgendwo Griechenland, Olympiakos Piräus. Dass er da auch komplett undiszipliniert sein soll, fett und so, pipapo. Aber ihn gibt es auf jeden Fall nicht in FIFA. Long story short, Ferland Mendy springt auf jeden Fall ein. Für mich auch, wie gesagt, mit einer der besten Linksverteidiger in-game. Seine Winter Wildcard wird bestimmt auch ganz bescheuert sein. Zurzeit, ja, man kriegt sehr, sehr viele gute Special Cards, ne? Fällt mir gerade auf. Hier, Kroos, Mondi. Kommen wir zum Mr. Sprint. Nennen wir ihn Mr. Sprint. Gareth Bale, Mann. Jetzt leider irgendwo in LA Galaxy unterwegs, aber ich meine, wo er frisch zu Real Madrid gekommen ist, der Mann hat zerstört. Also der Mann, das Tor gegen Barca, das tut mir sogar immer noch weh. Ich bin mit Herzblut Barca-Fan und dieser Sprint hat uns auf jeden Fall komplett hops genommen. Kommen wir zu unserem rechten Verteidiger. Ein Wunder, auch von Manchester United. Rafael Varane. Und der Mann hat zusammen mit Sergio Ramos wirklich alles hinten sicher gehalten, was man sicher halten kann. Also da können sich auf jeden Fall Rüdiger Abi und Alaba Abi eine Scheibe abschneiden. Nein, Spaß. Aber würde mich mal ehrlich interessieren. Jetzt ehrlich mal, jetzt so for real, Diskussion. Wer war ein besseres Innenverteidiger-Duo? Okay, ich meine, Alaba und Rüdiger spielen selten zusammen, ne? Aber trotzdem, wenn Alaba und Rüdiger oder Sergio Ramos und Varane in deren Prime, wen würdet ihr nehmen in euer Team? Also ich sag mal so... Ein Respekt zu meinen schwarzen Brüdern und so. Ich glaube, Rafael Varane und Sergio Ramos ist nostalgisch. Also das ist geisteskrank, was sie zusammengerissen haben. Deswegen würde ich mich definitiv für die beiden entscheiden. Kommen wir zum Rechtsverteidiger, Freunde der Sonne. Carvajal. Ja, Mann, der Mann ist ein Dauerbrenner, ehrlich. Das ist eine Legende, der Typ, ehrlich. Ein Tag vor Champions League-Finale sieht man den am Pool Shisha rauchen und so. Und danach sprintet er ganz entspannt übers Feld und überläuft noch jeden. Carvajal, also geisteskranker Spieler. Kann man sagen, was man will. Aber, Freunde, einer darf nicht fehlen, wirklich. Mr. Karim the Dream. Benzema, Mr. Ballon d'Or, der jetzt hier leider auf den linken Flügel ausweichen muss, weil Chef wieder zurückgekommen ist. Aber naja, okay, ich würde sagen, mittlerweile, Benzema besser als Ronaldo. Boah, ich bin heute ehrlich auf Shots feiert draus, ne? So viele fragwürdige Aussagen, ich weiß nicht. Aber ihr könnt auch gerne natürlich euren Senf in die Kommentare dazu abgeben. Ich würde sagen, so sieht unser Team aus. Wir suchen unseren Gegner. Let's go. Okidoki, Leute, der Ball rollt. Bay meldet sich schon. Boah, der Mann ist schnell. Der Mann ist schnell. Der Mann macht es genauso wie in Madrid-Zeiten. Außer, dass Koulibaly einfach der Mauer ist. Aber by the way, Leute, ich meine, ich habe Özil noch nicht gespielt. Ich habe Kroos noch nicht gespielt. Beide haben 5-5. Ich glaube, die werden schon Spaß machen, oder? Stark rausgespielt vom Gegner. Okay. Ich verstehe selbst nicht, was hier gerade passiert ist. Aber alright. Kein Gegentor auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir schnell nach vorne kommen. Ich sehe doch hier. Wer ist das? Özil. Der Mann löst sich super. Und der Mann ist, ja, einigermaßen schnell. Aber er hat die 5 Sterne. Und das macht er auf jeden Fall gut. Oha, Digga. Van Dijk. Tschüss. Oh. Okay. Gegner macht ernst. Aber Leute, wir haben unser Team. Karim, der Dream. Oh my God. Was? Der Gegner wieder mit Hala. Oh, Mann. Ja, genau so. Das ist diese Real Madrid, was wir kennen. Und wovor jeder Angst hat. Oh, naja, Toni Kroos. Und da ist der Ausgleich. Wonderful. Wonderful. Dieses Game, ne? Ich verstehe dieses Game nicht. Ehrlich. Das ist Cristiano. Guter Ball auf Bale. Oh, ein bisschen zu kurz.
doch nicht so gut dabei. Jetzt müssen wir aufpassen, weil der Gegner macht das vorne eigentlich relativ konsequent. Wenn er gut durchkommt, dann wird es auch immer gefährlich. Was ist das? Waran? Das ist Özil, das ist Özil und der findet Ronaldo. Ronaldo gegen Van Dijk, Ronaldo gegen Van Dijk, Ronaldo. Unglaublich. Aber solche Momente werden wir auf jeden Fall definitiv öfter brauchen, dass Özil Ronaldo findet. So Leute, zweite Halbzeit dabei rollt, das ist Gareth Bale. Oh, die Flanke ist nicht mal so verkehrt gewesen. War leider nicht gut ausgespielt, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, Özil ist echt nice, also muss ich schon sagen, das Einzige ein bisschen slow. Aber sonst, oh, Gareth Bale und Cristiano Ronaldo, den brauchst du sowas nicht zweimal vor die Füße legen. Dann macht das beim ersten Mal direkt. Super Sache. Digga, was passiert hier heute? Ich kann dir ehrlich so die komischsten Tore, ne? Unglaublich, Mann. Er dreht sich einfach einmal im Kreis. Nein! Aber Sergio Ramos, oh mein Gott, den machst du so gut und dann machst du so schlecht. Das macht gar keinen Sinn, Mann. So, Ronaldo. Ja, Gareth, lauf, Bruder, lauf. Lauf, ja, genau so, genau so. Und nein, nicht so. Egal, Ronaldo. Özil, Özil, Özil. Oh mein Gott, zu viel. So, Ronaldo. Das ist ein super Ball auf Toni Kroos. Toni Kroos. Na, was? Junge, das war der Ausgleich. Guck, bei Gegner alles sicher. Ey, das regt mich so auf, Mann. Okay, langsam wird es jetzt aber ehrlich peinlich. Das wird jetzt langsam aber ehrlich peinlich. So, Ecke. Ja, wieder auf Özil. Bye, have a great time. Okay. Beschock. Ah. Oh nein, das Tor zählt. Ey, wir werden heute einfach echt nach Strich und Faden rasiert. Egal. Wenn Messi Tor schießt, bin ich auch happy auf den. Gegen Madrid darfst du treffen, aber 6-2 ist schon ein bisschen viel. Das war's, das Spiel ist vorbei. Wir verlieren mit 6-2. Auch lange nicht mehr gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich würde sagen, wir kommen zu Ende. Wir müssen Leute vielen, vielen Dank für euren Support und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Gang, du weißt, Onkel Frederick ist raus.